Weißt du, Gott ist an allem interessiert, was dich betrifft. An allem. Du kannst mit ihm über alles reden. Manchmal vergeistlichen wir das Gebet zu sehr. Wir machen etwas viel zu Kompliziertes daraus. Gebet bedeutet schlichtweg, mit Gott zu reden. Ganz gleich, was dich gerade beschäftigt oder was du brauchst, du kannst mit Gott darüber reden, in dem Wissen, dass er dich hört. Wenn das, worum du ihn bittest, seinem Willen entspricht, wird er es dir geben. Wenn es seinem Willen nicht entspricht, heißt das nicht, dass er dir nicht antwortet. Er gibt dir dann zwar nicht unbedingt das, was du dir wünschst, doch oft gibt er dir etwas Besseres. Er gibt dir etwas, das deinen Horizont übersteigt. Du darfst wissen, dass du Gott ganz viel bedeutest. Ich glaube, wir alle müssen das regelmäßig hören. Du bedeutest Gott ganz viel und er hat einen guten Plan für dich. Selbst wenn du Mist gebaut hast, lauf nicht vor Gott weg, sondern zu ihm hin. Ich weiß, da sind heute viele Zuschauer, die das hören müssen. Es gibt Hilfe für dich, aber du bittest nicht darum. Ich habe eben Jakobus Kapitel 4 erwähnt, eine sehr gute Bibelstelle, die mich wirklich weitergebracht hat. Hier ist der gesamte Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts, ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Jesus sagte, dass Hass wie Mord ist, den man im Herzen begeht. Das heißt nicht, dass man jemanden tatsächlich umbringt. Aber man kann so von Neid verzehrt werden, dass man völlig vergisst, sich zu fragen, Moment mal, habe ich Gott überhaupt um das gebeten, was ich mir wünsche? Häufig schmieden wir unsere eigenen Pläne ohne Gott. Ich höre es nicht gerne, wenn Menschen sagen, ich habe alles ausprobiert, tja, jetzt kann nur noch Beten helfen. Gebet sollte unsere erste Option sein, nicht unsere letzte. Jakobus sagt hier weiter, ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Jetzt hört zu, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also Folgendes ist wichtig, glaube, dass du Gott um alles bitten kannst. Ich sage immer, bitte Gott um alles. Im schlimmsten Fall bekommst du es eben nicht. Und selbst dann kannst du Gott vertrauen, dass du es nicht bekommen hast, weil es entweder nicht der richtige Zeitpunkt oder die richtige Sache war. Gott liebt dich. Er ist nicht böse auf dich, sondern er möchte dir Gutes tun. Aber weißt du was? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Das steht in Hebräer 11, Vers 6. Gott ist ein Belohner, kein Bestrafer. Wiederum, ich sage nicht, dass Gott unser Fehlverhalten nicht anspricht und korrigiert, aber er tut es, weil er ein guter Gott ist. Das ist der Kern seines Wesens. Er ist gut. Ich liebe es, wie die Bibel das ausdrückt. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Um ganz persönlich zu erleben, wie gut Gott ist, müssen wir ihm glauben, und dieser Glaube drückt sich darin aus, dass wir ihn um Dinge bitten. Gebet ist eine Art, wie unser Glaube freigesetzt wird. Eine andere Art ist, die Wahrheiten der Bibel auszusprechen, zum Beispiel, indem wir sagen, ich glaube, dass Gott gut ist und dass er mir aus seinem großen Reichtum, den ich in Jesus Christus habe, alles geben wird, was ich brauche. Eine großartige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir Bibelverse in unser Gebet einbauen können. Dadurch wird unser Glaube gestärkt und wir bringen zum Ausdruck, Gott, ich verlasse mich darauf, dass du dein Wort hältst, dass du tust, was du versprochen hast. Gott möchte uns helfen, doch dazu ist unser Glaube erforderlich. Wir müssen ihn bitten. Gebet ist sowohl unser größtes Privileg als auch unsere größte Verantwortung. Watchman Nee sagte, Gebet ist sowohl der wunderbarste Akt in der geistlichen Welt als auch das größte Mysterium in der geistlichen Welt. Warum ist Gebet ein Mysterium? Vermutlich, weil es die Frage aufwirft, weshalb will Gott, dass wir ihn um etwas bitten, was er auch ohne unsere Bitten tun könnte? Bitte versteht das. Gott kann alles.
Er ist allwissend und allmächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun kann oder nicht weiß. Da Gott meine Not kennt und sie lösen könnte, warum tut er es dann nicht einfach? Warum muss ich ihn erst bitten? Nun, das ist das Mysterium, das Geheimnis. Aber es läuft darauf hinaus, dass Gott alles mit uns zusammen machen will. Er lädt uns ein, seine Partner zu sein. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er heute lebt und dich liebt, dann möchte Gott dein Partner in allen Bereichen deines Lebens sein. Er möchte in alles einbezogen werden. Häufig wünschen wir uns, dass Gott uns die Arbeit abnimmt. Aber Gott ist vielmehr daran interessiert, die Arbeit durch uns zu tun. Ich habe entdeckt, wenn ich für eine bestimmte Sache bete, dann höre ich nicht immer sofort etwas von Gott. Ich erlebe auch nicht unbedingt sofort eine Veränderung. Aber häufig kommt mir, nachdem ich gebetet habe, eine gute Idee, was ich tun könnte. Ich glaube, dass diese Ideen oft von Gott stammen. Wie es im Buch der Sprüche heißt, Gott bringt unsere Gedanken in Einklang mit seinem Willen. Das ist ein Weg, wie Gott zu uns spricht. Er schenkt uns Ideen und Gedanken. Uns gehen zwar auch viele Gedanken durch den Kopf, die nicht besonders gut sind, aber es gibt gute Gedanken, die von Gott kommen und die Gutes in unserem Leben bewirken können. Zum Beispiel betete ich vor einigen Jahren für mehr Kraft. Herr, ich fühle mich oft so müde. Ich brauche mehr Energie, wenn ich weiterhin die Aufgaben erfüllen soll, die du mir gegeben hast. Ich brauche mehr Kraft. Bitte gib mir mehr Kraft. Als Antwort bekam ich nicht sofort einen großen Kraftschub, aber etwas später kam mir der Gedanke, ich glaube, ich sollte anfangen, jeden Tag spazieren zu gehen. Also fing ich an, jeden Morgen entweder draußen spazieren zu gehen oder auf meinem Laufband zu trainieren. Und wow, ich sag dir, meine Kraft nahm zu. Gott erhörte also mein Gebet, aber nicht durch einen übernatürlichen Kraftdownload. Er zeigte mir etwas, das ich tun konnte, und das habe ich schon so häufig erlebt. Es gibt noch etwas, das wir uns vor Augen halten sollten, und das begeistert mich. Wenn wir für jemand anderen beten, dann schenkt Gott oft auch der Person aufgrund unseres Gebets bestimmte Gedanken. Es kann beispielsweise sein, dass du versucht hast, eine Person davon zu überzeugen, dass sie Jesus braucht. Aber bisher ist sie darauf nicht eingegangen. Fängst du jedoch an, für sie zu beten, kann Gott ihr den Gedanken schenken, dass sie eine Beziehung zu Jesus braucht. Es ist erstaunlich, wie oft wir uns eine prächtige Idee selbst zuschreiben, obwohl es Gott gewesen ist, der sie uns eingegeben hat. Deshalb ist das Gebet so spannend. Gott gibt uns das unglaubliche Vorrecht, seine Partner zu sein. Diese Partnerschaft ist eigentlich ganz einfach. Gott trägt seinen Teil bei und wir tragen unseren Teil bei. Das ist wie bei unserer Partnerschaft mit dir, wenn du unsere Arbeit unterstützt. Durch deinen Beitrag hast du Anteil an allem, was wir tun. Wenn ich mich auf einer Missionsreise in Afrika befinde, dann bist du ein Teil davon, obwohl du physisch gesehen nicht mitkommst. Aber du hast Anteil. Gott möchte ebenfalls in alle Bereiche unseres Lebens einbezogen werden. Ich mag es nicht, wenn Menschen Gott in eine Sonntagmorgenschublade stecken. Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche und öffnen eine Stunde lang ihre kleine Schublade, in der sie Gott untergebracht haben. Und nachdem sie ihre religiöse Pflicht erfüllt haben, machen sie die Schublade wieder zu und versuchen, den Rest ihres Lebens allein zu meistern. Weißt du was? Gott möchte in jeden Bereich deines Lebens involviert sein. Das bewirkt unser Beten.